Sarah kommt bereits mit 10 Jahren in die Pubertät und erlebt von der ersten Monatsblutung an schreckliche Schmerzen. Sie entwickelt eine Ablehnung ihrem Körper gegenüber und kommt so in eine jahrelange Bulimie hinein. Wie sie sich selbst von Endometriose und Bulimie geheilt hat, erzählt sie uns jetzt. Selbstheilung ist möglich und Sarahs Geschichte zeigt das eindrücklich. Herzlich willkommen, Sarah. So schön, dass du da bist. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal auf Instagram entdeckt hatte. Und jetzt sprechen wir hier zusammen und du nimmst uns mit in deine Geschichte. Wie geht es dir heute? Mir geht es super, obwohl wir Regenwetter haben. Also ich bin wahnsinnig der Sommermensch. Ab 30 Grad fühle ich mich wohl, aber macht nichts. Macht nichts. Was würdest du sagen, waren so die ersten Momente, wo du gemerkt hast, irgendwas ist anders in meinem Leben? Irgendwie funktioniert es nicht oder die Symptome oder mein Verhalten, irgendetwas stimmt doch hier nicht. Das war, als ich 11 war, 10 oder 11, da fing es bei mir an. Bei mir geht es hauptsächlich um die weiblichen Sachen. Also ich war sehr früh dran mit der Entwicklung. Mit 10, 11 Jahren habe ich ja meinen Busen bekommen, meine Schambehaarung und dann... Ja, fing es auch gleich mit meiner Periode an und ich habe mich wie ein Alien gefühlt, weil kein Mädchen war schon so weit zu der Zeit. Da fing das eigentlich an. Ja, und das ist auch irgendwie so eine Phase, gell? Man war so mitten in der Kindheit und alles ist schön und bunt und frei und dann endet es einfach abrupt. Wie ging es dann weiter? Bei mir ist ja die Endometriose das Problem gewesen. Das wusste ich damals alles überhaupt noch nicht. Ich hatte nur wahnsinnige Schmerzen und siehst dann immer, verwächst sich oder warte mal die dritte Periode ab. Und es wurde und wurde nicht. Die Jahre gingen ins Land. Also eigentlich diese Schmerzen, die waren so Wahnsinn. Ja, schon mit 11 Jahren, ich lag jeden Monat heulend und schreiend da. Und meine Mutter wusste auch nicht, ich kann mir keine Medikamente geben in dem Alter. Und wir haben immer irgendwelche Ölmischungen probiert und ja, Bauchatmung, beruhig dich, das wird schon wieder. Wurde aber nicht. Ja, und wie ist es, also du hast gesagt, Medikamente gab man nicht. Natürlich gibt man einem 10-Jährigen keine Hormone. War dann irgendwann die Pille ein Thema? Ja, absolut. Also ich hatte auch mal mit Hautproblemen ganz schlimm zu kämpfen. Ist jetzt auch noch nicht wirklich gut, aber damals war das auch ganz schlimm. Also in meiner ersten Periode, ich sah aus wie ein Streuselkuchen. Ich wurde auch gehänselt deswegen, weil ich halt so schlimm aussah in dem Alter schon mit der Haut. Und dann hieß es natürlich, als ich zum Frauenarzt gegangen bin, nehmen Sie die Pille, wird die Haut besser, die Schmerzen gehen weg, das wird alles lösen. Aber es war erst ziemlich spät, muss ich sagen. Ich bin eigentlich, wann bin ich das erste Mal zum Frauenarzt? Mit 18, 17, 18. Also wir sind gar nicht zum Frauenarzt gerannt, weil wir haben halt darauf vertraut, ist alles in Ordnung und wird sich entwickeln. Also war ja auch sozusagen in Ordnung. Ich habe es ja alles gut überlebt. Aber nee, ich bin erst recht spät zum Frauenarzt und dann so mit 19 Jahren irgendwie habe ich die Pille bekommen, glaube ich, war das. Ja. Und hat sich da auch was verändert für dich ins Positive? Ja, meine Haut wurde gut. Meine Haut hauptsächlich und ich habe meine Periode verloren. Ja. Und die Ärzte meinte, ja, gibt Frauen, die verlieren dann ihre Periode. Und mir war das irgendwie gruselig. Ich meinte, naja, ist jetzt aber nicht normal, oder? Naja, kann passieren. Wenn es ihnen gut geht, machen wir weiter. Und wie lange ging das dann? Als ich die Periode verloren habe? Das war mal so phasenweise. Also war nicht durchgehend. Zwischendurch kamen sie da mal wieder, aber ganz bisschen nur. Und es war nur so phasenweise. Also insgesamt habe ich die Pille, glaube ich, 5 Jahre genommen. Dann habe ich es einfach abgesetzt. Also ich habe nicht so niemanden gefragt. Ich habe das einfach für mich gemacht. Ich habe gespürt, mein Körper braucht das Zeug nicht. Ich will das raus. Und seitdem habe ich ja auch nie jemanden gefragt, wie gesagt, ob das jetzt gut war oder nicht. Du hattest in deiner Geschichte auch noch geschrieben, dass du sehr viel Zucker gegessen hast und mit dem Essen auch versucht hast, Dinge zu kompensieren. Kannst du uns da auch in deine Geschichte noch mit reinnehmen? Ja, das fing damals tatsächlich auch an. Ich weiß gar nicht, als ich 14 war, fing das an. Weil ich halt auch so früh entwickelt war. Irgendwie mein Körper hat sich auch so schnell verändert und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im Rückblick, ich habe das damals noch nicht so wahrgenommen, aber jetzt mittlerweile im Rückblick, ich habe mich nicht schön entwickelt als Frau. Also für mich war Frausein immer leidvoll. Ich habe das nie als schön empfunden, irgendwie weiblich zu werden und ja, eine Frau zu werden, sondern ich war eher so
ich möchte unbedingt Kind bleiben, ich möchte keinen Busen, ich möchte keine Blutung, ich lasse mich in Ruhe mit der Scheiße. Ich wollte das alles überhaupt gar nicht. Also jetzt unterschwellig, ich habe das nie so gelebt oder gesagt, aber jetzt im Nachhinein, ich wollte nie Frau sein, weil es einfach so leidvoll für mich war. Ja, das ist ein Riesenschock, das ist eigentlich traumatisch, wenn du eben sagst, du hattest so Schmerzen jeden Monat, dass du geschrien hast, ich meine. Ja. Ja. Und da fing es halt auch an mit den Essproblemen, weil ich war halt wahnsinnig unzufrieden und wollte, dass mein Körper sich irgendwie verändert, war nicht zufrieden mit meinem Körper. Und da habe ich angefangen, sehr viele Süßigkeiten zu essen, muss ich sagen. Also ich habe mich eigentlich 10 Jahre nur von Süßkram und Chips ernährt. Das war echt toll. Also ich war richtig zuckersüchtig. Ich habe von anderen gehört, die haben mal erzählt, ja, ich kann da auch die Schokolade einen Tag liegen lassen. Die haben sich auch schon als zuckersüchtig bezeichnet. Aber die konnten dann einen Tag das liegen lassen. Ich konnte das 10 Jahre nicht. Ich habe jeden Tag richtig gute Mengen konsumiert an Zucker und halt Salz und Fett. Es ging wirklich nicht. Und wolltest du denn zunehmen oder was stand dahinter am Anfang? Nee, ich wollte nicht zunehmen, ich wollte einfach meinen Körper verändern. Ja. Und ich habe dadurch zugenommen und ich habe dann angefangen zu erbrechen. Weil ich natürlich das nicht wollte. Und dann habe ich das alles wieder rausgebracht, weil wenn man jetzt 10 Packungen Schokolade und ja, sonst wie 5 Tüten Chips ist. Also es waren wirklich große Mengen, war jetzt nicht eine Packung. Ich war richtig süchtig nach dem Zeug. Und dann habe ich das auch oft wieder rausgebracht, damit ich jetzt nicht so aussehe irgendwann. Ja, nennt man das nicht dieses Binge-Eating? Ja, ich würde sagen, das ging in die Richtung. Also Richtung Binge-Eating, Bulimie, so, weil ich es ja wieder rausgebracht habe. Binge-Eating ist ja, man behält es dann drin. Und wenn man dann aber doch abbricht, dann ist es eher Bulimie. Ja. Und wie diese Erkrankung, wie lange zog sich die und wie regelmäßig hattest du dieses Bedürfnis? Eine ganze Weile täglich. Also ich würde sagen, ja, 10 Jahre ging das bestimmt so, dass ich wahnsinnig unzufrieden war und immer alles mit Essen irgendwie versucht habe zu kompensieren. Also es war meine Methode, irgendwie mit mir und meinem Leben umzugehen. Das Essen einfach. Ja. Ja, und es ist ja auch eine wundervolle Strategie eigentlich von uns Menschen. Also man darf das jetzt auch nicht grundsätzlich verteufeln. Natürlich, wenn es in eine Extrem geht, ist es irgendwann schädlich für den Körper. Aber dass wir Menschen, anders als in der Tierwelt, tatsächlich mit Essen zelebrieren können, eine Verbindung aufbauen können, uns auch mal beruhigen können. Ja. Das sind ja eigentlich mega wertvolle Tools. Aber wenn etwas so enorm aus dem Gleichgewicht gerät, wie eben man hat diese starke Entgiftungsform jetzt in deiner Geschichte über die Gebärmutter, weil eigentlich wollte die Gebärmutter höchstwahrscheinlich einfach entgiften, oder? Na klar, das weiß ich heutzutage ja. Und dann nimmt sie diesen Weg, wählt diesen Weg und dann wird sie wie gedrosselt. Das heißt, ein Ventil des Körpers wird einfach zugemacht. Und wo geht denn diese Energie hin? Ja. Und in deiner Geschichte war das dann eben diese kumulierte Energie und das Nichtwissen, wer man ist, hat sich dann wie in dieses, okay, ich versuche das irgendwie zu deckeln, mich zu beruhigen, halt eben mit dem Essen. Und was passiert, wenn man ganz viel Zucker und Fett essen würde? Man würde halt ziemlich aufgehen. Ja. Und dann darüber wieder diese Lösungsstrategie, mit dem sich übergeben. Ja. Und heutzutage weiß ich ja auch, es ist eine wahnsinnige Adrenalinsucht. Wenn man anfängt, sich so voll zu stopfen mit Zucker und Fett, dann wird so viel Adrenalin vom Körper ausgeschüttet. Und dann dieser Vorgang des Erbrechens. Also ich war ein richtiger Adrenalin-Junkie. Entweder essen oder brechen, damit ich auf Adrenalin bin irgendwie. Mhm. Ja, das ist so ein gutes Thema, was du gerade ansprichst. Ich finde, darüber könnten wir auch noch sprechen. Was bedeutet das Adrenalinsucht überhaupt? In meiner Geschichte ist es so, dass ich auch adrenalinsüchtig wäre, aber ich habe es mir anders gegeben. Und zwar habe ich mir die schrecklichsten Szenarien immer vorgestellt. Zum Beispiel, mein Mann stirbt an diesem und diesem Unfall und dann kommt die Polizei und teilt es mir mit. Oder das und das passiert, oder ich hatte irgendeinen Auftrag, musste dahin und dann habe ich mir vorher alle Horrorszenarien vorgestellt, die passieren können, damit das nachher nicht so schlimm ist im echten Leben.
was aber totaler Bullshit ist, weil unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ob man sich etwas vorstellt oder wirklich passiert, weil unser Gehirn schüttet in dem Moment tatsächlich all diese Hormone aus, Adrenalin, und überschwemmt den Körper damit. Das heißt, unsere Nebennieren sind komplett einfach überschwemmt mit dem Adrenalin und unser Körper baut mit den Jahren immer mehr ab. Völlig verrückt. Ich hatte das vorher auch noch nie gehört vor Anthony William, dass es überhaupt so etwas gibt, aber das erste Mal, wo ich es gehört habe, war so, ah, jetzt weiß ich endlich, warum ich diese Scheiße immer gemacht habe in meinem Kopf. Genauso war es bei mir auch, diese Erkenntnis plötzlich, ja, warum ich das gemacht habe. Ich habe mich die ganzen Jahre so hilflos gefühlt. Ich habe mich nicht getraut, darüber zu reden. Also, du kennst es bestimmt auch, einem ist es so unangenehm, man redet nicht darüber, man schämt sich dafür. Ja, und erst als ich das verstanden habe, konnte ich damit raus. Das ist ja, so wichtig, genau, dass man sich und seinen Körper versteht, warum man jetzt so ist. Ja, genau, so ist es. Ja. Also, jetzt haben wir ein bisschen übersprungen. Das heißt, du hast es gemacht über Jahre, du warst adrenalinsüchtig, du hast diese kumulierte Energie versucht mit übermäßigem Essen und dann wieder Erbrechen zu kompensieren. Wann war so der Punkt oder welche Sachen hast du ausprobiert, um das zu überwinden? Was hat nicht funktioniert und was hat funktioniert? Boah, gute Frage. Ich habe viel Therapie gemacht. Ich muss sagen, damals, wann war das ja, als ich 14 war, als das alles so anfing, ja, dass es so immer schlimmer wurde alles, dass ich mich so unwohl gefühlt habe. Irgendwann wurde ich auch depressiv. Also ich bin richtig in der Klinik, in einer geschlossenen Klinik gelandet, weil ich so depressiv war. Ja, ich hätte sofort den Löffel abgegeben, hätte ich gekonnt. Also ich habe auch einen Suizidversuch hinter mir aus der Zeit und das war ja wirklich dramatisch. Und da, seitdem hat sich das auch nicht wirklich einbekommen. Also bei mir war es dann so ein Komplex. Ich war, seitdem ich die Periode bekommen habe, eigentlich konstant unzufrieden mit mir als Frau halt. Und irgendwie hat sich da so viel entwickelt mit der Zeit, diese Depression und mit dieser Zuckersucht, dass so ein dämlicher Komplex, ganz viele Jahre. Ja, und das betrifft ja jeden Bereich im Leben. Das ist ja nicht etwas, was man dann irgendwie kompensieren kann mit irgendeinem Hobby oder irgendwas, genau, irgendeiner Zugehörigkeit, sonst ist es einfach so omnipräsent. Ja, dieses Trauma, was da entstanden ist, bei Anbeginn deiner ersten Periode und diesen krassen Schmerzattacken. Ja. Ich habe halt irgendwie immer versucht, das zu kompensieren, jahrelang. Bei mir war das mit der Endometriose auch so schlimm. Ich glaube, das kennen einige. Ich habe mit einer Freundin schon drüber geredet, die das auch hat. Die Tage vor der Blutung, man merkt das immer schon, wenn es losgeht, 4 Tage vorher, 5 Tage vorher oder auch mal eine Woche, ist man dauerangespannt. Man sitzt jeden Tag da. Kann ich jetzt noch rausgehen? Schaffe ich es noch zum Supermarkt oder fängt da meine Periode dann an? Es war wirklich so krass. Ich war unter Dauerspannung, dass ich immer überlegt habe, schaffe ich es jetzt noch zur Schule, schaffe ich es zur Arbeit oder gehe ich gar nicht raus, weil die Möglichkeit besteht, dass es losgeht. Weil ich wusste, ich komme nicht mehr nach Hause, wenn es losgeht. Und das war halt ja so eine wahnsinnige Belastung. Und ich habe einfach nur versucht, das alles immer zu kompensieren irgendwie. Irgendwie mich doch wohl zu fühlen noch. Ja. Aber eigentlich war ich total hilflos. Ja, genau. Das finde ich ein wichtiges Stichwort, diese Hilflosigkeit. Und man, mit den Jahren denkt man ja auch einfach, etwas ist falsch mit mir. Ja, absolut. Ich dachte, was mache ich falsch die ganze Zeit? Allen anderen geht es irgendwie gut. Jeder hat mal so ein bisschen Periodenschmerzen oder wie gesagt, isst mal eine Tafel Schokolade. Aber bei mir war alles so extrem. Ich dachte, was ist denn mit mir falsch? Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht mehr normal. Ja. In welchem Alter bist du dann auf deine Lösung gestoßen und was war deine Lösung? Weil heute sitzt du ja da und bist mega happy. Ja. Das ist eine gute Frage. Das fing so Ende 20 an, mit 28, 29. Also ich habe es natürlich jedes Mal wieder versucht. Ja, die ganzen Jahre, man nimmt sich jeden Tag vor, ab morgen ist besser, ich gebe mir irgendwie Mühe. Oder wie gesagt, ich habe Therapie probiert, Heilpraktiker, alles Mögliche. Dann mit Ende 20 war ich so weit. Ja, da war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich werde jetzt den Löffel abgeben. Also mir ging es echt so schlecht. Ich habe nur noch Blut erbrochen und mir ging es einfach dreckig, ich hatte nur noch Schmerzen. Du hast Blut sogar erbrochen. Also kam das dann von diesem häufigen Ergeben oder wie? Wahrscheinlich schon, von diesem Übergeben, weil ich das ja jahrelang gemacht habe. Und dadurch ja, war mein,
Magen gereizt und meine Speiseröhre, also das wird davon gekommen. Ich war ja nie beim Arzt damit, es war mir so peinlich, ja. Und dann dachte ich, ich muss jetzt was machen. Also ich gehe jetzt drauf oder ich tue jetzt was. Ja. Und da habe ich dann mir vom einen Tag auf den anderen vorgenommen, ich ändere jetzt was. Und irgendwie, ich war so stark in dem Moment, ich habe das geschafft. Ich habe von heute auf morgen seit 7 Jahren, es war vor 7 Jahren, habe ich keinen Krümel Zucker mehr gegessen. Also wirklich, ich habe nur noch Obst und Trockenobst gegessen, habe mich einfach clean vegan ernährt. Also Hülsenfrüchte, Getreide, Obst, Gemüse seitdem nur noch. Und jetzt mittlerweile esse ich gerade nur noch Obst und Gemüse, Streptokokkenprotokoll. Also ich habe mich weiterentwickelt noch ein bisschen, aber vor 7 Jahren war der Tag, wo ich gesagt habe, nee, ich will leben. Ich will jetzt leben und ich nehme das jetzt in die Hand. Und irgendwie, ich habe mir auch gesagt, ich esse jetzt auch genug. Also gib meinem Körper diese Glukose, die er braucht. Ich wusste das damals nicht. Aber ich habe gesagt, ich muss jetzt essen einfach ganz normal. Ganz viel Obst, Gemüse, Getreide. Und irgendwie hat sich mein Körper so erholt, dass ich stark genug war, das zu schaffen alles. Wow. Ich habe das intuitiv damals gemacht mit dieser Glukose, was ich heute weiß. Eigentlich war ich so ausgelaugt, so unglaublich leer war mein Körper, dass ich gar nicht anders konnte. Ja, also das heißt, du hast dich einfach entschieden, ich gehe weg von dem industriellen Zucker und ersetze es mit Fruchtzucker und Trockenobst, so. Genau, also allgemein meine ganze Ernährung. Ich habe halt auch sonst wie ungesunde Dinge gestrichen. Also ich habe auch kein Ersatzprodukt, ich habe nie vegane Ersatzprodukte oder so angerührt. Ich habe mich nie danach gefühlt, wollte ich alles nie. Wow. Also ich habe das wirklich ganz, ganz radikal gemacht und das war aber nicht nur eine Entscheidung, das war ein Gefühl. Also ich habe mein Leben bedroht gesehen. Ich habe jetzt gespürt, es ist vorbei, wenn ich jetzt nichts tue. Es war so tief in mir drin, ich muss das jetzt tun irgendwie. Also weil Entscheidung, natürlich rational wissen wir viel, aber man schafft es oft nicht. Also das Gefühl war wichtig. Wichtiger als die Entscheidung in dem Moment. Und dich so zu ernähren, war da irgendeine Inspiration oder war das auch so ein intuitives Wissen in dir? Das war schon eine Inspiration von außen. Das war, wie nannte sich das, ein High Carb Low Fat Vegan. Ja. Damals. Mhm. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich da gesehen habe, man ja, kann einfach gute Mengen essen, die Leute sehen alle gesund aus. Und dann dachte ich, naja, warum nicht? Also ich habe mich danach gefühlt, wie gesagt, das Gefühl ist ganz wichtig. Würde ich auch jedem anderen empfehlen, der irgendwie Probleme hat, immer nach seinem Gefühl zu gehen. Nur weil ich jetzt erzähle, das war für mich der Weg, muss nicht sein. Es kann auch ein ganz anderer Schritt erstmal für jemand anders wichtig sein. Ja, so gut, dass du das sagst. Wir sind alle so individuell. Ich sage immer, verlieb dich in deinen Heilungsweg. Genau. Und niemand verliebt sich in das Gleiche. Also. Ja. Ja, schön. Ja, mega. Und wie lange hast du das dann gemacht, diese Art der Ernährung? Oh, weiß nicht. Also ich habe vor gut 2 Jahren jetzt mit Anthony William angefangen, bis dahin eigentlich. Mhm. Aber ich muss sagen, in der Zeit, mir ging es halt allgemein viel besser. Ich hatte Energie, ich bin aufgeblüht, ich habe meine Speicher aufgefüllt und habe irgendwie auch sehr viel geheilt in meinem Körper anscheinend. Mhm. Aber mit der Endometriose, mit diesen Schmerzen, es wurde nicht besser. Ja, ich habe so viel noch probiert in der ganzen Zeit. Ich habe Inositol genommen, ich habe nochmal Hormontherapie gemacht, ich habe Tee getrunken, Homöopathie, wirklich alles von A bis Z und am Ende meinten die Ärzte, OP. Und dann, nee, Leute, tschüss. Seitdem war ich nicht mehr beim Arzt, seitdem die zu mir OP gesagt haben. Mhm. Ah, doch, letztes Jahr war ich wieder bei der Frauenärztin und sie meinte, astrein ihre Gebärmutter, da waren bestimmt niemals Zysten. Krass. Ja, wow. Und vor 2 Jahren meinte der Arzt nur, oh, gucken Sie mal Ihre Gebärmutter an, alles voller Zysten, ja. Und die Eierstöcke waren auch voll mit Zysten, aber alles weg. Krass. Und das habe ich halt erst geschafft durch die Ernährungsumstellung nach Anthony William. Und ich glaube, es war der Selleriesaft bei mir. Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Was war dann da nochmal eine Stufe anders als in dieser Ernährungsweise, wo du eh schon unterwegs warst? Das war hauptsächlich der Selleriesaft und halt die No-Foods noch so ein bisschen. Also ich habe sehr viel Mais und Essig habe ich noch gegessen, Kakao. Solche Feinheiten halt. Ja. Und ich erinnere mich auch, als ich mit der Ernährung angefangen habe, da warst du schon längst dabei und ich habe dich gesehen mit deinen Heilungsgeschichten auf YouTube und da habe ich dich schon mal angesprochen, ob wir das auch mal machen können. Ich möchte nur noch ein bisschen warten, ob sich was tut. Und bei mir tat sich 7 Monate nichts. Ich habe diesen Selleriesaft getrunken und es tat sich nichts. Und ich dachte, noch so eine Scheiße. Ja, da erzählt mir dieser Guru, der Selleriesaft hilft
Und es ist genauso scheiße wie alles andere. Ja, ich ziehe das durch, ich trinke meinen Tee, ich nehme meine Kügelchen, ich trinke den Selleriesaft. Noch so einer, der Scheiße erzählt. Ja, hilft doch eh alles nichts. Aber ich bin dran geblieben. Ich habe nichts gemerkt, 7 Monate. Und dann kam der Monat, wo es ein bisschen besser war. Und seitdem bin ich Feuer und Flamme. Und von diesem, es war ein bisschen besser, wie war dann die Entwicklung? Also mittlerweile ist es so, nee, ich fange mal kurz an. Also es war dann jeden Monat ein bisschen besser. Aber es kam dann auch eine Zeit, da habe ich meine Periode wieder verloren. Also hatte ich überhaupt keine Blutung ein halbes Jahr lang. Und jetzt seit diesem Jahr habe ich sie wieder recht regelmäßig, muss ich sagen. Ja. Und recht schmerzfrei. Also ich hatte letzten Monat eine Blutung, die habe ich nicht mitbekommen. Ich dachte, das gibt es nicht. Also ich habe die Blutung dann gesehen, aber ich habe nichts gespürt. Das ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Ich war dann plötzlich auf Toilette und alles war rot und ich dachte, oh mein Gott, was ist los? Das war ich überhaupt nicht gewohnt. Ich dachte erst, ich habe mich verletzt. Ja, das war meine Periode, ganz normal. Wow, wow. Ja. Das ist so krass. Und weißt du, auch mega spannend zu sehen, da passiert 7 Monate nichts und dann wird es so Schritt für Schritt besser und dann verlierst du eine Zeit lang wieder deine Periode. Und da auch wieder ins Vertrauen zu gehen, mein Körper weiß schon, was er tut. Der hat schon einen Plan. Auch, dass du als so junges Mädchen so jung die Periode bekommen hast und dann so heftig, auch das als Zeichen zu nehmen und eben nicht so, wie wir es von der Schulmedizin dann lernen, einfach unterdrücken, einfach hier Medikament nehmen, dann wird das schon. Nein, es ist ja ein Zeichen vom Körper. Was möchte er tun? Was hast du da gelernt? Was war der Prozess deines Körpers? Was denkst du für dich, warum das so war mit der Endometriose? Ich glaube, ich sollte mich ein bisschen mit mir beschäftigen, auf jeden Fall. Ich war immer eher so, ich habe geguckt, dass ich es den anderen recht mache. Ich habe immer geguckt, dass es den anderen gut geht, dass ich nach außen hin irgendwie gut rüberkomme, dass ich hilfsbereit bin. Ich war immer ein super liebes Mädchen. Ich war überall willkommen, ja. Oh, hat die eine liebe Tochter und ich durfte überall immer übernachten und so weiter. Habe meine Sachen immer fein zusammengefaltet und alles war immer ganz tutti bei mir. Und ich glaube, die Botschaft war ein bisschen, guck mal auf dich, guck nicht, was gut aussieht, was die anderen von dir erwarten, sondern sei bei dir, hab dich lieb. Also einfach, dass ich geliebt werde, ja. Also ich werde geliebt, egal wie ich bin, egal was ich mache. Wow, das ist so eine tiefe Botschaft. Wow, das ist so eine tiefe Botschaft. Und warum ist das heute so? Weil, also das Erste war ja über diese Ernährung, wo du dich heilen konntest. Und ich sage immer, es ist ja Körper, Geist und Seele. Sprich eben auf körperlicher Ebene mit der Ernährung so wichtig. Geistlich eben mental, wie denke ich über mich? Und das Seelische sieht man bei dir ja auch schon, du hast deine Berufung gefunden. Ja. Also schauen wir uns das noch an. Wie war dieses Geistliche, dieser Input? Ich möchte anders über mich denken. Wie war da dein Prozess in diesem, ich kann mich nicht ausstehen, ich möchte nicht Frau sein, zu dieser Annahme hin? Das kam tatsächlich erst recht spät. Also bei mir war es natürlich erst die Ernährung, die ich umgestellt habe. Und dann kam es irgendwie so, ich wurde so langsam klarer und mir ist eigentlich aufgefallen, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Also ich konnte wie so eine Außenstehende auf mich drauf gucken, auf die ganzen Jahre, die ich gelitten habe. Und ich tat mir so leid. Ja, wie so ein kleines Kind, was man da heulend sieht irgendwie. Und ich tat mir so leid und ich dachte, du musst dir jetzt Liebe entgegenbringen irgendwie. Also ich hatte das Gefühl, ich muss das alles nachholen und ich muss mir das geben. Also ich muss nicht warten, dass mir irgendjemand anders das gibt, sondern ich gebe mir diese Liebe und diese Zuneigung. Und ich respektiere mich so, wie ich bin. Wow. Ich habe natürlich meinen Körper auch lange gehasst, wie gesagt. Ich habe es einfach gehasst, warum habe ich solche Schmerzen, warum tut er mir solches Leid an? Ja, genau, das passiert von alleine, gerade wenn man diese Erklärung nicht hat und man einfach denkt, mein Körper wendet sich gegen mich, da wird er zu dem eigenen Feind. Und dass du das erkennen durftest, dass du die Person bist, die anfangen darf zu lieben und dich zu trösten und anzunehmen und im Mitgefühl zu sein, auch mit dieser Geschichte, die dich schon als 10-Jährige so hart getroffen hat. Und vorher sicher auch eine Geschichte, warum möchte man immer sich anpassen und keinen Raum einnehmen. Hauptsache den anderen geht es gut. Das ist ja immer eine Familienkonstellation oder so, die das dann auch begünstigt. Wow, mega schön.
Ich glaube, das findet man bei jedem. Also du kannst jeden fragen und jeder hat irgendwie was in seiner Kindheit. Es ist halt so, es ist menschlich, ja, dass jeder irgendwie sein Päckchen hat. Definitiv. Aber ich hatte eine wunderschöne Kindheit, muss ich sagen. Also ich hatte eine wunderschöne Kindheit, aber irgendwas ist halt in mir gewesen und dafür kann niemand was. Ja, das ist einfach so. Und ich muss sehen, dass ich es heile und ich habe es geheilt bekommen. Ja, so schön. Ja. Wow, so eine schöne Erfahrung, die du machen durftest. Und ich habe dich auf Instagram schaue ich immer wieder deine Stories und du leuchtest immer so und du bist so begeistert. Also es ist auch wirklich einfach so eine Begeisterung entfacht für den Körper und was alles möglich ist. Ab welchem Moment hast du gemerkt, jetzt ist es Begeisterung? Weil am Anfang ist es vielleicht auch so, eben diese Erkenntnisse, die du hattest, ich möchte jetzt was ändern. Und dann hast du schon beschrieben, diese Auf und Abs auf diesem Heilungsweg. Und wann hat es dir so wie den Ärmel reingezogen? Das war tatsächlich, als der Selleriesaft angefangen hat zu wirken, als ich gemerkt habe, es gibt etwas auf dieser Welt, was mir diese Schmerzen nimmt und was ich für meinen Körper tun kann. Weil ich wusste lange einfach nicht, was ich tun kann. Und da hatte ich was gefunden und da, ich war Feuer und Flamme. Ich dachte einfach, das ist genial und das ist ja noch ausbaufähig. Das ist ja nur ein Tool. Und ich habe dann angefangen, mich noch viel tiefer mit allem zu beschäftigen. Und seitdem, ja, bin ich einfach Feuer und Flamme. Und habe das ja auch in meine Ernährungsberatung integriert. Ja. Es ist wirklich wichtig, dass für jeden nicht der gleiche Weg richtig ist. Ich kenne Leute, die vertragen 100 Milliliter Selleriesaft. Ich habe seit dem ersten Tag 1 Liter getrunken. Wirklich 1 Liter seit dem ersten Tag und es hat sich 7 Monate nichts getan. Und jemand, der nur 100 Milliliter schafft, für den kann es 5 Jahre dauern, aber es wird am Ende. Ja, man muss einfach das Vertrauen nicht verlieren. Ja, ja, das ist auch wichtig, das zu sehen. Ja, oder es kann auch ein anderes Tool sein. Es gibt ja noch viel mehr. Es muss nicht jeder den gleichen Weg gehen. Einfach, es ist so flexibel. Ja, es ist so schön. Also ich bin auch so begeistert, dass wir einfach auf dieser Welt so Kräuter haben, wie eben der Selleriesaft, der einfach so einen riesen Impact hat. Und manchmal heißt es ja so ein bisschen in den sozialen Medien, ja, der Celery-Hype und so. Und ich denke so, hey, dieses Kraut wird noch viel zu wenig gehypt für das, was es alles kann. Eigentlich könnten ganz viele Kräuter auch mega gehypt werden. Also, Absolut. Also immer, wenn ich einkaufen gehe, ich kaufe ja immer nicht nur eine Staude Sellerie, sondern die Leute, die Selleriesaft trinken, kennen das, ne? Hier, ich gehe mal so nach Hause mit einem Bund. Und dann werde ich ganz oft gefragt, na, was machen Sie denn mit dem Sellerie? Machen Sie davon Suppe? Haben Sie Tiere? Ich sage, nee, entsaften. Und dann kommen immer so viele Gespräche. Also viele denken immer, man macht so eine klassische Suppe irgendwie damit. Aber das ist doch ein bisschen viel für eine Suppe. Nicht, nee, nee, das wird alles Saft. Ja, ist mega. Ja, ja. Bei mir im Einkaufszentrum sagen sie auch schon die Selleriefrau. Ja, 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 lustig. Ja, und ganz zu Anfang hat meine Familie auch gefragt, wann ist denn die Challenge vorbei, ja? Ich habe das ja immer öffentlich auf Instagram gezeigt, hier morgens mein Selleriesaft. Und irgendwann kam dann die Frage zu Weihnachten, sag mal, Sarah, wie lange geht denn deine Challenge noch? Ich so, Leute, das ist keine Challenge. Ich mache das einfach so und ich werde das immer weitermachen. Ich finde es geil, ich bin drauf hängen geblieben. Ja, genau, absolut. Eine Dauer-Challenge. Oh, so schön, so schön. Was würdest du jemandem sagen, der sagt, ja, ich habe noch diese Ess- und Brechsucht. Was kannst du als Ermutigung mitgeben? Es geht vorbei, auf jeden Fall. Weil ich war teilweise auch so resigniert. Ich habe in irgendwelchen Foren gelesen von 40-, 50-jährigen Frauen, die meinten, sie haben schon 3 OPs hinter sich und sie erbrechen immer noch und bei ihnen ist alles kaputt und ich dachte, das wird mein Leben, ja. Also niemals den Glauben verlieren und vielleicht auch nicht zu sehr im Außen schauen. Weil natürlich, es gibt 1000 Horrorgeschichten, aber diese muss dir nicht widerfahren. Ja, also einfach diesen Glauben nicht verlieren. Niemals aufgeben, auf jeden Fall. Also für mich war das die Wende, als mir dann klar wurde, ich kann da raus, es ist egal, wenn die erzählen, sie schaffen das nicht nach 50 Jahren oder nach 20 Jahren. Aber ich schaffe das. Ja, das war für mich ganz wichtig. Und das würde ich auch jedem mitgeben. Also niemals aufgeben. Du schaffst das. Vielen Dank. Und was gibst du mit für die, die an Endometriose noch leiden? Da ist es ähnlich.
Aber da würde ich auf jeden Fall mitgeben, nicht den eigenen Körper zu bestrafen. Weil man denkt ja oft, der Körper ist irgendwie schuld und warum passiert mir das jetzt und warum richtet der sich gegen mich? Das ist ja bei so Autoimmunsachen oft die Erklärung der Schulmedizin. Der Körper, der richtet sich jetzt gegen dich, der macht da Schabernack mit dir, ja. Und das ist nicht der Fall. Der Körper versucht dir zu helfen, er versucht zu heilen, weil es sind Gifte in der Gebärmutter drin und die werden einfach nach außen gedrückt. Ansonsten würden sie dich ja viel mehr kosten, ja. Weil die Gebärmutter, sie ist Beschützerin des Lebens, also sie muss das Leben beschützen und da dürfen keine Gifte drin sein. Und deswegen, hab deinen Körper lieb, hab Vertrauen. Auf jeden Fall, der richtet sich nicht gegen dich. Vielen, vielen herzlichen Dank, Sarah. Vielen Dank. So eine schöne Ermutigung und ich finde das eben so wichtig, dass wir wieder zu Ermutiger werden. Es gibt auf dieser Welt einfach so viele Negativnachrichten. Dabei passieren die wundervollsten Dinge. Passieren die wundervollsten Dinge. Es gibt die schönsten Entdeckungen überhaupt und die schönsten Geschichten werden geschrieben. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, ich wollte gerne noch ergänzen. Ich habe mich ja gegen eine Operation bei der Endometriose entschieden, aber es gibt auch viele Frauen, da ist es sehr dringend medizinisch halt schon nötig, weil es wirklich sonst nicht mehr geht, weil da irgendwas platzen würde oder weil sie schon OPs hinter sich haben. Aber selbst das ist kein Beinbruch. Also nach so einer OP kann man anfangen. Ja, es kann immer besser werden, selbst wenn schon eine OP stattgefunden hat. Mhm. Auf jeden Fall nicht die Hoffnung verlieren. Und immer gut für sich sorgen. Ja. Vielen, vielen Dank, Sarah. Danke. Und vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ich möchte das übernehmen, was die Sarah gesagt hat. Verlier nie die Hoffnung, egal wo du stehst. Richte dich aus nach diesem Ziel, was du in dir trägst, was dein Herz dir zuflüstert. Alles ist möglich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.